Und halt jede Menge Tränke. Lebendes Eisen. Das Eisen wurde beim Schmelzen mit Seelenessenz angereichert, sodass es nicht rostet und weniger spröde ist. Ui, cool. Hunter, do you come to serve your coin bond? Ja, bist du gekommen, um deiner durch die Mütze geschaffene Verbindung zu dienen? Hast du noch irgendwelche anderen Hobbys? I am a paladin of the Gold Pact Order. Since taking my oath, I have never been absent of work and duty for longer than an afternoon. Ich bin ein Paladin des Goldpaktordens. Seit ich mein Gelübde abgelegt habe, war ich niemals länger als einen Nachmittag abwesend von meiner Arbeit und meinen Pflichten. Sie steht starr da und hebt die Faust über den Kopf, doch dann lockert sich etwas in ihrer Haltung. I also enjoy knitting on occasion. Ich habe auch Spaß am Stricken, gelegentlich. Okay, dann lebt mal wohl. Gut, was war hier drin? Reparaturvorräte, die ich nicht brauche. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Ich wollte gerade sagen, den Hund da können wir nicht mitnehmen, aber das ist sowieso schon unser Hund. Oh, das ist die Frau aus dem Palast. Ich bin ein Kerl, Herrgott, nochmal. Magrat-Anhänger. Na gut, das hier ist der Tempel vom Magrat, das hier ist der Berat und das da hinten ist der Gaun-Tempel. Mehr gibt's hier ja nicht. Der Tempel von Dings, wie heißt sie? Ondra, ja genau, Ondra, ist ja der Tempel, ist ja in der Wasserformer-Gilde im Perigis-Aussichtspunkt. So, aber wir wollen hier rein. Die Tür erbebt und stöhnt, dass du dich näherst. Die Arschspule zur Türe halten. Als die Arschspule sich der Türe nähert, beginnt der steinerne Reif in deiner Hand zu zittern. Fragmente deiner Seele sind jetzt umkreisen die Spule und erstrecken sich dann nach außen. Die Ranken befinden sich zur Tür hin, berühren sie und überdecken sie mit einem lilafarbenen Leuchten. Ein Gemurmel wie eine Begrüßung durch Berat persönlich steigt vor unter deinen Füßen hoch. Die Tür geht auf und versinkt langsam im Boden. Ja. Dann mal gucken, wie tief die Gräber sind. Jetzt haben wir mal wieder einen richtigen Dungeon vor uns. Ui, ich freue mich. Das ist ja immer der größte Spaß an diesem Spiel, Dungeons zu erkunden und Zeug einzusammeln. Gut, wir waren jetzt in der Altstadt unten, haben da auch gegen alles Mögliche gekämpft, aber das war kein richtiger Dungeon meiner Meinung nach. Das war eigentlich fast nur ein offenes Gebiet. Aber auch recht cool. Hier haben wir jetzt einen richtigen Dungeon, wo auch wieder Fallen sein können. Ja. Grabrede für die Toten. Ich habe einen Weg in die hängende Grabkammer gefunden und kann nun mit meiner Suche beginnen. Die Grabrede besteht aus Runen, die von Issas Meister geschrieben wurde und neben deren Gräber gelegt wurde. Diese Gräber zu finden wird der erste Schritt sein. Of course. Diese Türen sind fest verschlossen und du kannst keinen Mechanismus erkennen, mit dem man sie öffnen könnte. Sie müssen woanders geöffnet werden. So. Ist zwar nicht gerade schicklich, die Toten zu beklauen. Indeed. So, eine Falle. Entschärft. Deswegen schleichen wir ja auch voran, weil hier sind genug Fallen. Ich sehe da zum Beispiel eine Bärenfalle da, so eine Fußfalle.
Just a moment, please. There you go. Of course. Außergewöhnlicher mittlerer Schild und Trakt der Behendigkeit. I sense a predator in the water. Stand together. Okay, der Gegner war jetzt relativ einfach. Real quiet now. Balianischer Brustharnisch. Und Dietrich hier natürlich. So, die hat was entdeckt. Okay. Nur was? Ich sehe nichts. Na gut, ich sehe die beiden Hebel da, aber die kommen wir auch noch nicht ran. Oh, da ist eine Falle auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat sie die entdeckt. Bärenklauenfalle, okay. Die Pistole und Babyperlen. Okay, das. Könnte böse ausgehen. Wenn wir nicht aufpassen. I'm on it. No one noticed that, right? Oh, Alof. Ich habe keinen Quicksave gemacht bis jetzt. Nein. Gut, dass ich mich mal auf die harte Art daran erinnert werde, dass man Quicksaves machen sollte in diesem Spiel. Vor allem bei solchen Räumen. Slippery as an eel. Ja, die Questbeschreibung, das kennen wir alles schon. Indeed. So, die erste Falle. Die nächste Falle. Die Bärenfalle. I'll try my best. It's no trouble. Da ist wieder dasselbe Zeug drin. I sense a predator in the water. That's embarrassing. The seal must meet to. So, der ist ziemlich tot. Wir können wieder in den Schleichmodus gehen.
So, diesmal hat er da was entdeckt. Hier ist absolut nichts. Of course. Ja, man sieht sie hier sogar, wie sie da stehen und lauern. Fällt mir jetzt gerade so auf. Also ihr da auf jeden Fall. Okay, da wachen sie auf. Well, don't see why not. Looks like trouble. The seal must meet to. What do you need? Okay, der Priester will schon mal wissen. There's a wall up in. This does not work. Mach mal das. Du machst das. Ja, dann mach das. Okay, Xodi, du machst mal Heilung. Some good times. Auferstandener Meister, oh, das klingt aber auch nicht gerade sehr freundlich. Vor allem, da kam auf einmal ziemlich viel um die Ecke, ey. Gut, wir können das auf mehrere Arten und Weisen lösen. Wo sind denn meine Nutzgegenstände? Ätzende Wolke, Bärenklauenfalle. Jo, Fallensteller. Hä, ich kann nur eine Falle oder was? Oder kann, darf ich die nicht so nah beieinander hinstellen? Indeed. Okay, ich kann nur eine Falle immer aufstellen, auch gut. I'd be glad to. Very well. So. What can I do? Certainly. Okay.
Fähigkeiten blockiert, okay, das ist nicht so schön. Exoti. Oh Gott, Edda.